Also irgendwie. Ich will gerade nichts am Treibstofftank machen. Kollege. Ich will auch nichts dort dran machen. Ich will dort hinten was machen. Ha. Und zwar möchte ich euch wegmachen. Du Bremssattel und Bremsbeläge. Ihr müsstet weg. Ach so, ich muss jetzt lang drücken, deshalb. Ha. So, dann hätten wir die alle weg. Gut. Dann gehen wir wieder raus hier. Ah, Bremsklötze, Bremsklötze, belüftete Scheibe. Zack. Wir kriegen das nah. Keine Panik. Erstmal raus. Dann gehen wir schon nochmal in das Ersatzteillager, gucken uns auch, was wir brauchen. Bremsklötze, irgendwelche halt, Scheibe, irgendwelche. Normal muss man da ganz genau gucken, aber jetzt schauen wir mal deinen Computer rein. Und zwar brauchen wir allgemein Bremsen. Dieterhanne. So viele unterschiedliche gibt es ja gar nicht. Dann nehmen wir mal. Wie viel waren jetzt kaputt? Moment. 1, 2, 3. Habe ich noch gar nicht alle auseinanderbaut? Ich bin ja ein Held. Ja, aber da reicht jetzt Sichtprüfung. Das war bloß die eine, wo es so kaputt ist. Müssen wir nicht alles auseinanderbauen. Also, ja. Sichtprüfung reicht. Einmal kaufen wir das Ding. Und dann kaufen wir. Was war mit den Belägen? Zack. Waren da auch die ganz kaputt? Ja. Die eine waren ganz kaputt, die andere sind alle nur. Nein, nee, die sind auch ganz kaputt. Ja, Mist. Da müssen wir sie doch nochmal. Müssen wir das andere Rad auch noch zerlegen. Na, von mir aus. Zack, weg mit dir. Hallo? Runter. Schraube raus, Schraube raus. Schraube raus, Schraube raus. Im späteren Verlauf von dem Spiel können wir auch noch ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel auch mal Motor schaffen und so. Und auf Testfahrt gehen, auf Rennstrecke gehen und so Sachen. Und natürlich noch ganz viele verschiedene Autos bearbeiten. So. Jetzt hätten wir das. Jetzt schnell zum Computer rennen. Meine Folge ist nämlich gleich aus. Menschenskinder. Naja, dann wird es halt mal lange. Oder ich splitte sie auf. Mal gucken. Wieso renne ich denn zum Computer? Ich wollte doch den Zustand auch gucken. Zack. Einmal, zweimal, dreimal Bremsbeläge. Das stand doch so im Auftrag. Ach, mein nur. Okay. Bremsbeläge. 1, 2, 3. Boah, teuer. Okay. Dann hätte man alles bestellt. Das haben wir jetzt schon im Lager oder wie sieht es aus? Man müsste dem dann nur sagen, dass seine Räder bald kaputt sind. Ah ja, da unten sind die neuen Teile. Perfekt. So, dann gehen wir in Montagemodus. Wie war das nochmal? Notizen, pfui weg. Wir gehen wieder dort runter. Und. Oh, dann gehen wir in Montagemodus. Montage von Bauteilen. So. Bremsscheibe. Welche nehmen wir da? Wir nehmen natürlich die bessere vorne. Achso, das sind die von vorne. Ja, passt. Das kommt rein. Dann kommen da natürlich auch neue Bremsklötze rein. Zack, nagelneu, perfekt. Dann der Sattel wieder. Puh, egal, eigentlich muss man da den wieder nehmen, wo man auch da rausgebaut hat. Bremsding ist auch gut. Hä? Ja. Passt doch. Dann schrauben wir die Schräuble wieder rein. Da müssen wir gar nicht nachgucken. Das können wir mittlerweile blind. Dann machen wir das Rad wieder drauf. Ja, das bessere vorne, das ist immer gut. Zack. Und schrauben wir fest, mit dem Schlagschrauber natürlich. Normal muss man das jetzt noch schön anziehen mit dem Drehmomentschlüssel. Wenn man es richtig machen will, aber wir sind ja hier die Pfuscher vom Dünst, von daher ist das egal. Kann das weggehen? Danke. Ja, an Steuerung gewöhne ich mich dann auch noch irgendwann.
Laufen wir mal ins Auto rum, machen die Seite auch. Immer die bessere Sache nach vorne, das ist wichtig. Zack, Montage. Bremsscheibe, welche nehmen wir da? Die da nehmen wir mal, zack. Die kaputte schmeißen wir nachher weg oder den sie verkaufen. Ist natürlich gut, immer das gebrauchte schlechte Sache auf eBay verscherbeln. An nichts ahnende Leute, die es dann einbauen und sterben, weil Bremse versagen. Zack, zack. Passt. Festschraube, dass es nicht wegfliegt beim Fahren, das wäre nämlich fatal. Aber so einen Fehler kann man da gar nicht machen. Zack. Nehmen wir die bessere vorne. Oder hin die Unterschied vom Dings? Ne, hin sie nicht. Gut, dann Schräuble rein. Zack, 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 zack. Okay. Schwupp, kommen wir doch nach hinten irgendwie. Perfekt. Haben wir auch wieder Bremsscheibe drauf. Zack, ja, die sieht halt auch hässlich aus, gell? Aber gut, wir können dem jetzt nicht alles verkaufen. Ich weiß eh nicht, wie das läuft, ob man da so Spielraum hat. Wenn man nämlich dem sagt, zack, zack. Wenn man dem nämlich sagt, du brauchst das. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das drauf, dann schrauben wir es fest. Hallo? Drauf mit dir. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Perfekt, und dann gehen wir noch dort rüber. So. Ah, dort auch wieder die Scheibe drauf. Wenn man alles gut durchcheckt. Ich hoffe, man jetzt nicht zu lang braucht hier für die ganze Aktion. Zack, den auch drauf. Zack, zack, zack. Perfekt, Rad drauf. Wenn man das wohl noch übrig ist, sonst haben wir ja keins. Man könnte dem natürlich jetzt auch voll coole Felge drauf machen, aber so viel Geld haben wir ja gar nicht zur Verfügung. So, jetzt sage ich, das war's erstmal. Machen wir die Haube wieder zu. Und gucken nochmal schon den Auftrag, nein. Oh, der antreibt das nur 4 Minuten. Emden Lotz und der da Hanna. Ja, dem haben wir doch jetzt alles gemacht. Wie beende ich denn das jetzt? Oh. Oh. Ich muss das wieder montieren, sonst kann ich ihn nicht wegschicken. Auch wenn es voll verrostet ist, aber egal. So. Zustand. Normaler Modus. Und jetzt, Edle, wie bewege ich dich wieder weg? Oder wegbewege? Ja, auf den Parkplatz. Ach so, nur für eigene Autos, okay. Wie kriege ich jetzt die Botschaft wieder weg? Hallo? Ah, verbuggt. Na gut. Hallo? Zack. Ich täte dich jetzt gern hier. Ach nee. Wieso steht denn das nächste Auto? Wie kriege ich denn das jetzt fertig? Mensch. Ja, der Kagiri, Kakakashuka, Dings da, Bums da, was machst denn du? Nimm doch dein Auto wieder mit. Wie habe ich denn vorhin jetzt den Auftrag aufgenommen, Kit? Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt gegangen. Ach so, muss ich vielleicht einfach erstmal die Hebebühne runterfahren? Nee, hä? Jetzt geht sie plötzlich ganz nuff. Mann, was ist denn los mit mir? Wo tue ich meinen Auftrag beende? Das hätte mich echt mal interessieren. Ich bin ja völlig hilflos. Das bringt mir auch nichts. Der Hanna kann ich auch bloß Bühne wieder nur fahren. Och Mann! Das ist doch bescheuert. Und Zeit läuft halt einfach weg.
Ist das jetzt ein Bug oder? Annehmen. Ich lehne jetzt mal den Auftrag ab, das nervt mich nämlich, dass da die Zeit läuft. Aber jetzt ist die Frage. Notizen, Ersatzteile, Zustand des Fahrzeugs. Ah! Muss man ihm aber auch sagen. Was fehlt? Es fehlt null. Schulterbug. Hä? Was habe ich denn vergessen? Gucken wir mal ins Ersatzteillager. Oh! Ja, schön. Ich hab dem einfach mal den Bremskraftverstärker ausgebaut, nicht mehr eingebaut. Super. Wie baue ich das Ding jetzt wieder ein, das Doofe? Ah, hier. Zack, bauen wir halt für Bremskraftverstärker wieder ein. Ja klar, deshalb. Okay. Jetzt legen wir mal Klappe zu. Dann machen wir Aufträge. Wie war es denn jetzt schon wieder? Ich habe es schon wieder vergessen. Normaler Modus, wo war das? Zustand des Fahrzeugs, so genau, hier Zettel. Ja, endlich, mein Geld gemacht. So, und das war's dann auch mit der ersten Folge. Meine Güte, das war jetzt XXL. Wir haben unser erster Auftrag. Ich hoffe, der kommt nicht gleich wieder und sagt, seine Bremse funktioniert immer noch nicht. In der nächsten Folge kümmern wir uns um das. Mal gucken, was der für Probleme hat, der Karre. Macht's gut, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao!